Stellen Sie sich vor, Sie stünden vor einem Haufen Maschinenteile, Schrauben, Wellen, scharfe Blätter und rufen Hokuspokus und dann formt sich aus diesem Haufen auf einmal eine Hochleistungsturbine. So, diese Art von Fabrikationsprozessen finden die ganze Zeit in unseren Zellen statt. Wir würden eben gerne diese Prozesse imitieren, um auf derselben Skala Nanowerkzeuge bauen zu können. Unser Lösungsansatz basiert primär auf der Verwendung von DNA. Wir können heute schon eine Reihe von Nanowerkzeugen damit herstellen und hoffen aber langfristig, eine biologisch inspirierte Nanotechnologie mit praktischem Nutzen fürs tägliche Leben zu schaffen. Wir haben die Technologie eben noch nicht zu 99% ausgereizt, sondern wohl eher zu einigen wenigen Prozent. Und ich bin daher zuversichtlich, dass es hier noch eine Reihe von wesentlichen Durchbrüchen geben wird.